Wie man hier sieht, der Bremsflüssigkeitsbehälter ist voll, bis oben hin, auf Maximum. Okay, der ist normal, nicht auf Maximum, aber der ist voll. So, aber das Komische ist, ach Mann. Hier unterm Auto ist komplett nass. So, und das ist hier alles nass. Und hier der Turboschlauch ist auch nass und löst sich hier schon richtig auf. Da sieht man richtig, dass er sich in seine Bestandteile zerlegt. Der wird gleich platzen. Und da oben auch. An der Stelle. Ja, der Ölfilter ist egal. Den kann man ja tauschen. Der ist aber auch nass. So, Getriebeöl wird hier eingefüllt und hier unten abgelassen. Das Getriebeöl ist am, wie sagt man das, am Glitzern. Das heißt, da sind sehr viele Späne dran. So, hier der Allgemeinzustand von dem Auto. Es fängt jetzt überall hier an zu rosten. Wenn man den bis zum nächsten TÜV fährt, sollte man den vorher noch mal komplett behandeln. Hier unten sieht man auch schon die ganzen Ecken, sind alle am Gammeln. Also nicht so das Sinnvollste. Dann ist hier auf der Seite stärker am Gammeln. Da kann man außen vom Radkasten gleich mal sehen. Auf jeden Fall das, was jetzt alles hier dran ist an dem Auto, ist machbar. Da müsste man komplett den Unterboden einmal mit Rostumwandler machen. Und dann würde der Wagen auch noch länger halten. Aber wenn man das jetzt mal zusammenzählt, hier Getriebe tauschen, Öl ist ja eine Kleinigkeit. Normalerweise ist ja so eine Unterfahrpappe drauf. Die ist jetzt abgebaut, um zu gucken. Rostmäßig, ja, da muss man auf jeden Fall was machen. Und das Getriebe tauschen. Da oben sieht man auch schon, dass da am Turbo auch noch fängt es an, undig zu werden. So, soweit ist er trocken. Der Motor ist sehr schön, ist in Ordnung. Ein bisschen was daneben gekippt, aber geht. So, das was anfängt, ist hier unten drunter. Das drückt alles so ein bisschen weg. Aber das Problem ist da hinten mit dem, da unten drin. Das ist ziemlich kaputt. Das kann man so schlecht sehen. Da, der gammelt da weg. Und das ist ein Stahlrohr vom Turbo. Das geht hier an den Intercooler. Das hier ist der Intercooler, der kühlt die Luft. Und dann geht das hier zum Turbo. Ja, also getriebemäßig, dann rostmäßig Unterboden. Und was mich jetzt wundert ist, die Reifen sind jetzt hier außen mehr abgefahren wie innen. Das heißt, der hat ein Problem mit den Drumlagern. Das kann man auch schon sehen, dass hinten das gleiche ist. Innen haben die Reifen mehr Profil wie außen, dass die Drumlager also vorne einen Weg haben. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen. So, das heißt, zum nächsten TÜV müsste man dann die Domlager machen. Und ob der es bis zum nächsten TÜV noch schafft. So, das war das, was ich gemeint habe. Da sieht man, der ist schon fast durch. Da müsste man jetzt was machen. Hier, da fängt er auch schon an. Also wenn man jetzt sofort nicht was macht, dann wird das nichts mehr mit dem Weiterfahren. Hier, die Seite sieht noch besser aus. Hier vom Rostmäßigen. Ja, also man müsste definitiv jetzt was machen. Kann man auch schon sehen beim Tank. Da fängt es auch schon überall an. Also nicht der Tank, sondern beim Tank. Und das hier hinterachsmäßig. Also machbar ist es, aber ob sich das lohnt, wenn das Getriebe jetzt Schrott ist, das weiter zu machen, ist eine andere Sache.